So, wir prügeln uns weiter. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie diese Dinge hier auslaufen würden, aber es hat ja anscheinend doch ganz geil geklappt. So, was sind jetzt hier? Ach komm, jetzt sind wieder alle Kinder da. Kann ich mit denen nochmal reden? Müsste ich den Kindern nicht irgendwie mal Bescheid sagen? Was wird er denn jetzt noch? Der mit der schrecklichen Frisur. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es an der Yakuza liegt, weil genau diesen Frisurentyp, den findet man ja öfter mal auf irgendwelchen NPCs und der sieht halt immer gleich kacke aus. Also, gleich bleibt schlecht. Halt für alle Leute, die das Ding haben. Also, größtenteils Männer, weil es nur Männer das Ding haben. Und es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das in der Engine liegt oder ob das tatsächlich irgendwie eine Frisur zeigen soll, die halt wirklich irgendwie doof aussieht. Hey, Onkel Kass, lass uns etwas Baseball spielen. Ich denke mal, ich habe noch etwas Zeit, bevor wir los müssen. Alles klar, aber nur ein bisschen, okay? Yay, ich habe ja so viel, will ja so sehr. Oh yeah. Hey, Jungs. Onkel Kass, spielt mit uns. Wir treffen dich unten am Strand, okay? Mach uns nicht warten lassen. Baseball-Jungs, Baseball-Mädchen. Bewegt euch. Das sind aber nicht alle, oder? Aber Hauptsache, der komische Hund ist auch wieder dabei. Flap, 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 flap. Wo ich wundere, gab es einen Bubble-Tea-Laden, jetzt aber nicht mehr. Ja, wie gesagt, das sind die armen Kinder, die alle an Bubble-Tea erstickt sind. Also die Millionen von Toten haben dafür geführt, dass Bubble-Tea nicht mehr ganz so beliebt ist. Aber jetzt ist halt wieder ein TikTok-Trend, jetzt läuft das wieder. Ich merke halt, wie ich immer älter werde, weil ich mich gegen so Trends komplett sperre. Mir ist natürlich aufgefallen, dass so gefühlt die Hälfte von YouTube sind mittlerweile auch irgendwie so TikTok-Videos, ne? Irgendwie gewissermaßen. Weil das sind immer diese Hochkant-Videos, weil das ist natürlich vom Handy fürs Handy aufgenommen. Das macht mich ja so ein bisschen fertig, ne? Also die Computerkompetenz hat ja übrigens, lässt ja schon wieder stark nach, ne? Die Jugend! Kann nur noch Smartphones bedienen, aber halt nicht mehr richtige Computer. Ich weiß nicht, warum ich jedes Mal durchs Haus hier latsche, weil ich gucke halt jedes Mal aufs Neue, ob hier irgendwo noch was rumliegt. Habe ich eigentlich noch Schlüssel? Über, weil ich hau jetzt bestimmt bald ab. Und das wäre wahrscheinlich ganz gut, wenn ich hier Schlüssel vor benutzen würde. Okay, zum Versehen. Weil ich habe auf jeden Fall. Das nervt mich hier. The Seven Mysteries of Ryoku. Nee, Ryoku Q. 6! Es fehlt das 7. Und, naja, Hostess-Klamotten koordinieren habe ich auch noch nicht, aber das wird nichts mehr. Das habe ich jetzt dreimal probiert und dann, ja. Bin noch besser als Nordkorea. Warum wirst du da erstickt am Bubble Tea? Oh. Ich hoffe, ich muss nicht selber spielen. Also er hat gerade gemeint, das Kind da vorne hängt hier schon seit einiger Zeit immer wieder rum, aber wir haben keine Ahnung, wer er ist und vielleicht will er mit uns spielen. Ich kenne dieses Kind nicht. Es kommt selten vor, dass Kinder im Waisenheim aufgenommen werden wollen. Oh. Hey, lebst du denn an dir? Ja, sagt der schüchterne Junge. Cool. Ich bin Koji, was ist dein Name? Ich bin Akira. Ah ja. Anosa. Nun, Akira, möchtest du ein bisschen spielen? Du weißt, dass man Baseball spielt, oder? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ach, komm an, das wird schon Spaß machen. Ja, lass uns spielen. Aber ich habe es noch nie zuvor gespielt. Ja, denn, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin ziemlich schlecht darin. Ich bin wirklich schlecht in alles. Der Sportunterricht, das ist das einzige Mal, dass ich überhaupt Sport mache. Und dann werde ich mal als letztes gewählt. Da kann ich übrigens auch voll mitfühlen. Auch das! schön. Ich wurde auch mal als letztes genommen. Obwohl, das stimmt gar nicht. Ich wurde bei Fußball mal als letztes genommen. Bei so Handball, Handball war ich mir auch richtig schlecht. Ich war voll gut in Unihockey, also quasi Eishockey ohne Dings. Das konnte ich echt gut. Ich weiß keine Ahnung warum. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche Regeln gebrochen. Sonst kann ich mir das echt nicht erklären. Aber ich wollte das auch, dass in der 12. Also bei mir in der Schulform war es so, dass du in der 11. und 12. Klasse Sportkurse gewählt hast. Das war mein Fall. Leichtathletik, Fußball und Handball, glaube ich, tatsächlich. Oder Volleyball, ich weiß gar nicht, was ich noch genommen habe. Auf jeden Fall war es immer Bullshit,
weil du in jedem dieser Kurse immer irgendwelche Kids drin hast, die das irgendwie vereinsmäßig gemacht haben, die sich dann voll abgezogen haben. Und Fußball habe ich nur als Gruppenzwang gemacht. Ich hätte lieber was anderes machen sollen, das habe ich bitterlich bereut. Ein Kumpel von mir hat Schwimmen gemacht und es wäre wesentlich besser gewesen. Nee, auf jeden Fall war ich zu Schulzeiten relativ unfit, weil ich halt sonst keinen Sport gemacht habe und generell überhaupt. Und ja, also gerade beim Fußball war ich mal raus, so mit Bällen kann ich nicht mit um. War immer sehr, sehr traurig. Obwohl, eigentlich habe ich es mit Humor genommen. Weil an sich wurden Leute beim Fußball immer so bittert letztes. Also, es gab so 6 Leute von den Jungs, die jetzt letztes genommen wurden beim Fußball. Also gut die Hälfte. Das war halt immer ziemlich random. Aber das ist halt, du hast halt, also hast du die ersten 3 Leute genommen, die gut im Fußball waren oder als Torwart. Der eine Typ war auch richtig angekotzt, weil der war halt der beste Torwart. Aber eigentlich wollte er immer Stürmer spielen. Aber, also, was immer als Stürmer qualifiziert. Aber es ging halt nicht, weil er war halt auch der beste Torwart. Das wollte er nicht, weil er war auch relativ groß. Grüße gehen raus an Olli. Ja, und das war immer ganz doll schlimm. Ja, aber Fußball ist dann, ja. Aber hier bei 2 Felderball, da war ich ganz vorne dabei. 2 Felderball war ich wirklich gut. Also das Werfen ging so, aber ich bin halt übel gut im Ausweichen, was halt auch geil ist. Ja, egal, ich werde mal als letztes genommen. Da bin ich wohl auch mal als letztes genommen. Ja, ich war halt Nerd, bevor es cool war, Nerd zu... Ach, keine Ahnung, das ist... Ich schiebe alles auf meine Eltern. Die haben mir nicht genug Selbstbewusstsein gegeben für sowas. Ha, und wieso? Mach dir keine Sorgen, wir werden es dir beibringen. Aber... wir waren gerade, wir haben uns gerade Sorgen gemacht, dass wir noch einen Küken bauen. Jetzt komm schon, ne? Ja, wir haben 2 Mädchen und 5 Jungs. So ein Junge mehr und wir haben die Teams dann gleich, nicht wahr? Taishi, ja, genau. Es wäre super, wenn du uns beitreten würdest. Glänzende Augen. Einige andere Kinder sind auch ziemlich jung, also gehen wir nicht zu hart drauf. Alles klar, wir können ein bisschen spielen. Vielen Dank. Hm. Bark, bark. Kann ich jetzt einfach in die Stadt gehen? Bei mir ist das nicht selten, muss der in unserem Team sein. Ja, nee, ganz so schlimm war es nicht. Also ich war tatsächlich, bis ich so 20 wurde, war ich nie so wirklich fett. Ich war dann ja noch bei der Bundeswehr. Da war ich tatsächlich relativ fit, ohne es zu merken. Okay, hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht, wo wir zurückfahren. Dann als Student. Dann war ich in Brasilien, dann war alles vorbei. Da habe ich einmal 5 Kilo zugenommen. Verdammtes Churrasco, also ist so ein Grill-Event könnte man das nennen. Nehmen wir es mal Barbecue. Und viel zu viel Alkohol. Viel zu viel Bier. Und dann war alles vorbei. Das ist... Seitdem bin ich voll überfettet und komme nicht mehr dazu. Bolan wäre wesentlich leichter, wenn ich nicht übergewichtig wäre. Na gut, dann spielen wir mit den Kindern hier mal Dingsbums. Was haben die eigentlich für einen komischen, lustigen Ball da? Ach guck mal, der komische Kampfsporttrainer da vorne ist auch noch da. Mit dem werde ich nie wieder reden, wenn es sich nicht vermeiden lässt. So, grüß dich. Hallo, Onkel Kast. Das ist unser neuer Freund Akia, Junge. Hallo. Sieht so aus, als hättet ihr Kerls Spaß. Ja, wir bringen Akira Junge bei, wie man den Schläger benutzt. Weil er noch nie zuvor Baseball gespielt hat. Es läuft nicht so gut. Ich weiß, Onkel Kass. Ich weiß, was wir machen, Onkel Kass. Du haust ein paar Bälle und wir versuchen sie zu fangen. Klingt doch gut, oder? Ja, ich störe mich nicht daran, ein paar Schläge zu machen. Großartig. Akira Junge, lass uns ein paar fliegende Bälle fangen. Okay. Jetzt muss ich hier dieses behinderte Reaktionsspiel. Ach, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Minispiel, Spiel! Okay, wir ändern nichts an der Steuerung. Aber guck mal, du könntest. Das Spiel jammert rum, wenn ich den Controller rausziehe. Aber es gibt explizit eine Keyboard- und Maus-Kombination oder was? Controller ist Tab. Okay, links, rechts. Swing Bad ist A. Okay, gut, nice. Schön. Achso, Reverse Up Down? Rechter Button? Okay. Igose. Aber Kiyu sieht das immer so aus, als würde er gleich. Bring den Kindern bei, wie man sich auf dem Feld bewegt. Drücke A an der richtigen Moment, um den Ball zu treffen, sodass den Monsieur an Mitsu zu dir wirft. Treffe 10 Bälle, um dieses Praxisding zu beenden. Wir hatten in der Schule ein Fußballturnier gegen andere Klassen in der Schule und haben einmal den 2. Platz gemacht. Nee, das würde nicht passieren. Ich war in meiner Verteidigung. Ich war gut darin, Leute den Ball abzunehmen mit quasi grenzwertigen Zügen. Eventuell grätsche ich gerne Leuten rein. Hilfe den Kindern, ihr Spiel hier zu praktizieren oder zu üben, indem du den Ball triffst, den mir sogar nicht wirft. Okay, 10 Bälle übrig.
Okay, sehe ich das irgendwo? Oh, fuck. Ich hasse es. Richtig peinlich. Du musst es echt abschätzen, ne? Lol. Das wird gut, ne? Ich in Reflexe, ne? Alter, wo haut der denn das Ding? Was? Ich überlege gerade, ob ich jemals in meinem Leben Baseball gespielt habe. Er hat auf jeden Fall meinen Baseballschläger in der Hand. Beim Umzug vom Kumpel. Der Schläger war quasi unbenutzt. Aber eventuell war er auch nicht zu Sportzwecken angeschafft worden. Ich wollte eigentlich auch mal einen Baseballschläger mal kaufen. Die gibt es sehr günstig. So, als sportinteressierter Mensch. Der Hund hoppelt da rum. Also solange das egal ist, wo ich den Ball hinhaue, ist ja nicht auch alles, ist auch irgendwie alles Wumpe, oder? Das ist ja bestimmt, das ist jetzt bestimmt die Anime-Strand-Episode, oder? Wo nochmal ein bisschen Ruhe ist und Entspannung, bevor die Action losgeht. Wieso, weil ich sowieso ruckzuck draußen, es gab keine Trickouts und ich könnte mir nicht merken, für welche Mannschaft spielt. Boah. Wir hatten so Leibchen, das hat das mal leicht gemacht, das mit der Mannschaft zu klären. Das heißt, hast du kurz in dir runtergeguckt und dann, ah ja, ich bin Team Leibchen, verdammt, das war also unser Tor. Naja, schade. Also wenn das hier irgendwie das Ziel... Hoho! Jus, 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 jus. Nun. Ja, das war ein gutes Workout. Nun, Akira Junge, das war doch viel Spaß, nicht wahr? Ja, dann sind wir fertig mit dem Warm-up. Zeit, richtig zu spielen. Wirklich? Ja, ja. Wir haben nicht genug Leute für ein Spiel oder irgendwas, aber wir machen das zugweise und jeder spielt und alle anderen spielen die Verteidigung. So, wo sollten wir Akira-Junge hinpacken? Wie wär's ins rechte Feld? Er ist der beste Ort für einen Anfänger. Gute Idee. Jeder geht in seine Position. Warte, was ist das rechte Feld? Ernsthaft? Was weißt du nicht? Och, Akira-Junge. Hey, Finger von ihm, Taichi. Das ist dein erstes Mal, vergiss das nicht. Oh, jetzt geht's. Rechtes Feld ist dort. Ziemlich weit weg vom Steger. Also, steh einfach da und schnapp dir den Ball, falls er da lang fliegt. Dann werf ihn zu Mitsui, okay? Es wird ja schon alles gut gehen, Akira, Junge. Weiß er auch, wer ist von der Bande? Alles klar. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Selbstbewusstsein, Akira, Junge. Ah, nee, er sagt gar nicht Junge. Akira, glaub einfach in dich selbst. Und wie dem auch sei, ich gehe jetzt rein für ein bisschen... halt ein Auge auf ihn, Koji. Ah. Alles klar. Wir bringen ihn in Position, Akira, Junge. Mein Tipp für meinen Sportlehrer damals war, ich soll besser spielen. Sehr hilfreich, wenn die anderen dein Team quasi in Existenz ignorieren. Nun. Stimmt, bei mir damals im Sport, im Fußball gab es auch eine Note fürs Spielverhalten. Die war nicht so gut für mich. Hab ich schon erwähnt, dass ich damals unsportlich war? Ich erinnere mich noch an ein so ein Ding. Aber wenn meine Sportlehrer beim Besten wählen, ich glaube, dass ich das nicht kann. Da bringst du dann so einen Lattenrost und machst dann quasi mit dem Bein halt so... Also hier diese typischen Bauchübungen. Ich in der Klimmzugstange auch manchmal mache. Und das solltest du halt machen. Ich hab das beim besten Willen mit 15 oder so nicht hingekriegt. Bisschen peinlich. Nun, keine Ahnung warum. Hat aber einfach keine Bauchmuskeln. Core-Swing nicht vorhanden. Ja, und das hier ist der Grund, warum ich einen intensiven Sportplan für meine theoretischen Kinder vorhabe. Oder Kind. Eigentlich ist nur eins. Mal gucken. So. Haruka. Onkel Kass. Akira-Junge, er... Akiras Mutter. Baseball, was in der Welt hast du gedacht? Hörst du mich, junger Mann? Mein Akira-Junge ist ein fragiler Junge. Er kann kein Sport spielen mit euch Schlägern. Was ist denn hier passiert, Koji?
Nun, Akira Junge ist gefallen und hat sich seinen Kopf gestoßen, als er nach einem fliegenden Ball hinterhergelaufen ist. Gelaufen? Das sieht mein Akira Junge so aus, mein Akirachen so aus, wie die Art von Junge, der rennt. Wie kannst du es nur wagen? Ich sehe nicht warum. Hat der irgendwelche gesundheitlichen Gründe, dass ihm davon abhält, sich zu bewegen? Nein, aber dieser Baseball ist absurd gefährlich. Ich kann nicht glauben, dass du deine Kinder unüberwacht spielen lässt. Wie gefährlich kann es denn sein, einen Gummiball und einen Plastikschläger zu haben? Außerdem ist es ziemlich normal für Kinder seines Alters, Sport für sich selbst zu spielen. Es ist okay, Onkel Kars. Das ist alles meine Schuld. Ich habe Akira Junge dazu gebracht. Hallo, was passiert denn hier drin? Sagt die Stimme eines Mannes. Ja, schon wieder? Ah, Hashimoto sagt. Ah, Miyamura-san. Wie heißt wer war denn Hashimoto? War Hashimoto der Typ, der erst Stress machen wollte, wo wir dann die Connection mit diesem Typen vom Stadtrat gemacht haben, ne? Das war nicht der Stadtrat, weil der Stadtrat war ein anderer. Oder war der Stadtrat? War das der Stadtrat? Moment, ich habe doch für sowas Notizen. Wir müssen ja nicht rumraten. Tamashiro. Naja, gut, okay. Yunashiro hieß ja nur einer. Ach, die heißen alle gleich für mich. Das tut mir leid. Ich komme mit den Namen leider noch mehr durcheinander als so schon. Ich möchte daran erinnern, dass ich auch in anderen Spielen schon die Namen komplett verwechselt habe. Das wird hier nicht besser. Miyamura-san. Ich bin so schnell hergerannt, wie ich nur konnte, als ich gehört habe, was mit deinem Sohn passiert ist. Das tut mir schrecklich leid. Ach, das ist der Lehrer. Okay, es ist also der Wichser, der versucht hat, uns beim Stadtrat anzuschreiben, wo wir ihm gesagt haben: Hey. Ah, Entschuldigung, ist nicht genug. Hashimoto, Meister. Was genau bringst du diesen Kindern bei, die Schulaufsicht wird davon hören, das kann ich dir versprechen. Die Schule hat nichts hiermit zu tun. Warum bist du immer in der Mitte des Problems, Kiyosan? Wie war das? Mhm. Warte, du kennst diesen Schläger, Hashimoto Meister? Mhm. Nicht direkt. Er betreibt dieses Waisenheim. Und einer seiner schlecht gelaunten Waisen hat einigen Stress mit meinem Sohn in letzter Zeit verursacht. Was? Dann ist es möglich, dass sie meinen arm süßen Akirachen dazu gezwungen haben, dieses schreckliche Spiel mit ihnen zu spielen? Das kann ich nicht tolerieren. Nun, was hast du zu sagen, junger Mann? Dieses dumme Spiel war doch nur eine Ausrede, um meinen unschuldigen Jungen zu hänseln. Erzähl mir die Wahrheit! Es ist ja nicht mal die Nachbarschaft. Koji ist kein Schläger. Oder, na, wie heißen die denn? Wie heißen denn Bullies auf Deutsch? Also, ich übersetze das ja dauerhaft mit hänseln, was übrigens auch nicht so ganz richtig ist. Wer hänseln ist eigentlich, zumindest so wie ich das Wort verstehe, nur verbal. Aber das richtige Bullying ist ja so dieser Teil mit, dass du die Kinder auch mal nach der Schule zusammenschlägst, auflauerst. Also die ganze Gewaltschiene ist da ja auch noch mit drin. Und ich übersetze halt immer eiskalt mit Schläger. Na gut, dann nehmen wir uns mal die Sekunde und versuchen das Wort Bully in den richtigen Kontext zu setzen. Und damit meine ich nicht Herr Michael Bully Herbig, sondern dieses Wort. Nicht nach Portugiesisch, sondern bitte nach Deutsch. Bully. Stier. Schikanieren. Ja. Tyrann. Rabauke. Rowdy. Ich nehme Rowdy. Ist zwar immer noch Englisch, aber das ist quasi eingedeutscht, ne? Koji ist kein Rowdy. Wie soll ich denn das glauben, nach dem, was mit meiner Kirachin passiert ist? Polizei! Ich will die Polizei hier haben! Ja, Mom. Ich werde sie sofort rufen. Mach dir keine Sorgen, Akirachen. Die nette Polizei wird hier bald sein. Koji, Junge. Akira, Junge. Es tut mir so leid. Ihr habt mich mit ihr spielen lassen. Dann musste ich es versauen. Es war Spaß, dieses Baseball. Vielleicht können wir mal erneut spielen, sobald es mir besser geht. Natürlich. Yay. Baseball, Akirachen, was sagst du da? Du musst deinen Kopf noch härter gehauen haben, als ich gedacht habe. Und krieg gar keine Ideen über diese, dass du diese schrecklichen Waisen noch einmal sehen wirst. Ich verbete dir, jemals hierher zurückzukommen. Sie sind nicht schrecklich, Mutter. Und sie haben mich nicht dazu gedrängt, mit ihnen zu spielen. Ich wollte es.
Koji Junge und Taishi Junge sind wirklich nett. Viel netter als die anderen Kinder meiner Klasse. Also sei nicht gemein zu ihnen. Aber Akirechen! Nein, Mutter. Jeder hier kommt super miteinander zurecht. Niemand hat versucht, mich zu hänseln. Nicht wie in der Schule. Was? Du wirst in der Schule gehänselt? Manchmal. Aber wer? Sag mir seinen Namen! Oh, das ist bestimmt der vom Lehrer, oder? Oh, jetzt ist hier... Jokyusei no Hashimoto-kun. Masaka! Chotto! Anata, Hanashi ga aru wa yo. Ima no ittai dou iu koto? Hakkiri to iwanai to anata! Ya, kore wa... Anata, kyoushi desho! Ittai kodomo ni donna kyouiku wo shiteru no? Hayaku yokunatte yo! Mada mada ittai oshiete yaru kara, yakkyu! Schön. Bye bye. Man könnte von Helikoptereltern reden. Ey, da steht's auch. Das ist schön. Ich habe das Helikopter gesagt, bevor. Das ist schön. Lieber junger Zuschauer, sei dir gewiss, dass, falls du dann auch irgendwie so einen behinderten Kinderwunsch hast, das ist ganz schrecklich. Das ist jetzt. Also wir könnten uns jetzt quasi jetzt hier an der Stelle einen Cut machen, den Spielteil beenden. Ich pack die Kamera vor meinen Strandmount, setze mich vor mein Bücherregal und wir machen jetzt, ich gieße mir einen Wein ein, wir machen 3 Stunden Philosophie. Das wäre jetzt quasi der Einsatzpunkt. Weil das ist halt, der erste Punkt ist, hättest du Kinder, wie viel lässt du ihnen zu? Wie viel Spiel, ab wann wird ein Spiel wirklich gefährlich? Wie viel Freiheiten lässt du Kindern? Also, meinem Vater war es total egal, aber dem war es manchmal vielleicht zu egal. Mit in den Sinne, dass der hat sich halt überhaupt nicht um mich gekümmert, was das angeht. Also er hat halt irgendwie so grob, aber der hat sich halt auch nie irgendwie so richtig bemüht, was meiner Meinung nach ein bisschen wenig war, so im Nachhinein. Auf der anderen Seite, wie weit gängest du deine Kinder? Wie weit schleppst du die zu irgendwelchen Sportkursen und so weiter und so fort hin? Und. Denn es ist halt, wie weit involvierst du dich in das Leben deiner Kinder? Wie viel Autonomie lässt du ihnen zu? Weißt du, wenn du halt in jeden Aspekt eingreifst, dann wirst du hier so eine Flugzeugmutter und dann wunderst du dich, warum dein Kind mit 25 immer noch nicht ausgezogen ist, weil total unselbstständig ist. Ist auch scheiße. Und loslassen und dann versuchen, dieser Versuch durch deine Kinder zu leben und, das ist ganz so erschrecklich. Das gibt Ärger? Ja, mit wie ist er? Hashimoto? Hashimoto-Junge? Nee. Ach, egal, wie er hieß. Auf jeden Fall der Lehrer, der immer sein Kind deckt. Nun gut, wie muss sein. Mehr dazu beim nächsten Mal. Oder? Warte mal, wir machen das nicht. Ja, genau. Das war ein Helikopter, wie ich jemals gesehen habe. Sie hat es nicht so gemeint, wie sie es gesagt hat, Koji. Lass es nicht an dich heran, okay? Ah, dann werde ich nicht. Besonders nicht, weil wir einen neuen Freund haben. Hey, das ist auch eine Art, es anzusehen. Du bist gut, Kind. Koji. Ist nicht dein Flug bald, Onkel Kars? Oh ja, ich hab's beinahe vergessen. Lass mich nur wissen, wenn du abhaust, okay? Ich werde dann die anderen zusammentrommeln, um Tschüss zu sagen. Oder haust du jetzt ab? Nein, noch nicht sofort. Nicht jetzt, ich muss noch Dinge in der Stadt tun. Oh, möchtest du, dass ich mitkomme? Ja, natürlich möchte ich das. Ich kenne dich und dich. So. Okay, jetzt können wir noch mit Haruka noch mal in die Stadt gehen und vor allen Dingen mit ihr diesen ganzen anderen Bullshit machen, ne? Dann machen wir das nämlich noch. Beim nächsten Mal.